So, und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Xenoblade Chronicles 3. Wir sind mit einer anderen Gruppe unterwegs und wollten eigentlich im letzten Part einen einzigartigen Gegner besiegen, haben wir nicht geschafft, sind aber auch nicht gestorben. Wir machen jetzt einfach, es gibt jetzt zwei Varianten, ja. Variante 1 ist das, was ich jetzt machen werde. Erstmal kleinere Gegner besiegen. Vielleicht noch ein Level aufleveln. Weiß ich nicht. Und dann mal schauen. So, wir hauen den jetzt einfach mal weg. Kämpfen dann gegen den Elite-Heini. Was ist denn. Wo muss ich stehen? Wo muss ich stehen? Das Problem ist, ich weiß auch nicht so recht, was ich machen muss. Also, wie ich am besten spiele. Irgendwie hat auch irgendjemand eine übelste Knockback-Attacke. Ich weiß, was, dieses Gebiet. Hallo, ich möchte hier hoch. So, dann hauen wir den mal eine rein. Dann hauen wir den mal noch eine rein. Wir holen uns einfach mal ein bisschen EP, ein bisschen Rangerfahrung vielleicht. Da versuchen wir uns nochmal an dem Schoßhund. Die letzte Folge hat jetzt ein bisschen antiklimatisch geendet, aber es ging zeitlich nicht anders. Ich will nicht mehr so lange Folgen machen erstmal, damit es auch alles ein bisschen erträglicher hier wird. Also es ist einfach nur, ich kann das mir vorstellen, jedes Mal eine Stunde anzugucken, ist einfach nur nervig. Ich kann aber sie, ihre Muster, ihre Angriffsmuster sind ganz anders als die von Noah heißt er, glaube ich. So Rang ab. Ist schon mal gut. So, ich habe mir jetzt Folgendes vorgestellt. Erstmal wieder kämpfen. Klaro, hier. Komm her. So, sie schlägt zweimal zu und dann kann ich meinen Ausweich-Gedöns machen. So, einfach weiter drauf. Bumm. Tot. Glaube ich. Nicht ganz. Okay. Nö, ist ja alles in Ordnung. Ach, es lädt sich sogar meine Superattacke auch durch die Schläge. Okay, da ist er tot. Perfekt. Reicht. Mehr brauchen wir nicht. So, wir haben jetzt hier einen kleinen Boss. Zwei. Polizei. Schön vorsichtig. Eins, zwei. Drauf. 1, 2, Wutlinie, das war schlecht. 1, 2, Ruhewut. Taktiken, Angriffe konzentrieren bitte. 1, 2. 1, 2. 1, 2, Wutlinie. So, jetzt greifen wir den anderen an, das ist schon mal gut. Ruhewut. So, die eine ist gleich tot, sehr gut. Ich weiß aber auch nicht, was ich machen soll. Also, keine Ahnung. Wir haben, also entweder haben die einfach alle beide keine Leben und ich bin überhaupt nicht für das Gebiet gemacht. Oder ich habe einfach Pech. Weil das Ding ist, irgendwie haben wir auch keine Umwerfkombos, ist mir mal aufgefallen gerade. Ach, ich habe noch gar nicht geschaut, ob ich Techniken auswechseln kann, ne? Dummheit. Aber egal. So, wir versuchen jetzt Folgendes. Hohe Wut und da versuchen wir gleich anzulegen. Oh, das war ganz nett. Keine Ahnung, ob das gebracht hat, aber war ganz nett. So. So. Guck mal, da hat sogar jemand ein Feld mit Ausweichen erhöht. Die Gruppe geht sehr viel auf Ausweichen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Hallo? Schlag halt zu. Schlag halt zu. Was soll denn der Mist? Manchmal Autoangriffe, ganz ehrlich. Okay. Das Ding ist Level 12. Sollte eigentlich funktionieren gegen den Boss. Aber ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll. Okay. Wir haben jetzt hier noch zwei kleine Heinze. Die haben sich im Kampf mit eingemischt. Können wir jetzt erstmal gestohlen bleiben. Schön. Oh, er ist tot. So, und den da.
Den da will ich halt schon kriegen gerne noch, bevor ich gegen den da kämpfe. Okay. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich am meisten Damage mache, aber ich denke, wenn wir einfach so weitermachen, ja, dann haut das schon hin. Okay. Ich würde jetzt sagen, wir gehen so an ihn ran, dass wir ihn von hinten attackieren. Dann hat er keine Macht über uns. Und wenn das nicht läuft, dann machen wir es über die andere Sache. Durch mein Kit direkt auf Ausweichen. Und auf hohe Wut. Sie haut ihn irgendwie so temporär um, aber. Also nicht ich, sondern die Ogre-Frau. Ich glaube, so heißt ihre Klasse. So. Jetzt kann ich gleich nochmal ausweichen. Richtig. Schlitz und Schlitz. Ich habe keine Ahnung, ob das so am meisten Sinn macht. Aber ich gebe mein Bestes. Sehr schön, glaube ich. Schön. Nochmal die Ulti. Mit dieser Sauer. Ja, das könnte was werden. Kommt da drauf an, wie gut es läuft und ob er irgendwelche Attacken raushaut, die gut Damage machen. Wutlinie. Hohe Wut. Ausweichen. Nochmal ausweichen. Zap, zap, zap. Schön. Wutlinie. Ich habe keine Ahnung, was mit der Wutlinie gemeint ist. Also wahrscheinlich, wenn ich die Wutlinie habe, dann mache ich viel Damage. Oder so. Okay. Schön. Ja, easy. Einmal frei. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ah, schön. Okay. Dreieckiges Fragment, Bestienzahnkette und so ein Zeug. Ja. Easy, würde ich mal behaupten. Easy. Das ist es halt. Man darf. Was nicht? Ernsthaft? Okay, also ich meine gerne, aber ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur ein Bier getrunken. Okay. Wir haben halt auch gar keine Verteidigung. Wir kriegen so auf das Gesicht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen Overkill, aber ich hätte hier meine Items. Dankeschön. Werkzeug gut. Keine Ahnung, warum die aggressiv sind. Ich verstehe es nicht ganz. So, da ist unsere Destination. Unser Zielort. Da wird noch ein bisschen was aufgedeckt. Lasst mal gucken. Ist aber nicht. So, bitte einfach ein bisschen Ruhe lassen. Hallo. Manchmal guck, guck, was ist da? Warum greift sie nicht an? Warum greift sie nicht an? Sie steht da und steht da und steht da und lässt sich verprügeln. Aber denkt sie so, ja, ich habe mir heute erst die Nägel machen lassen. Weiß nicht, ob ich da, weiß nicht, ob ich da jetzt zuschlagen. Keine Ahnung. So, ich habe es schon im letzten Part gesagt, sehr warm heute. Also trinke ich mal noch ein Stückchen. Wichtig. Immer schön trinken, Freunde. So, neues Team würde ich sagen, oder? Oh, okay. Much as I love a friendly reunion, what exactly are we doing here? Yeah, beats me. I'm starting to get antsy here. What he said. And how do you suppose we feel? Tyon, don't be like this. Reel it in a little. You guys, you want to survive? Live on? Hold the torch. Good question. What? Guys, let's live. Let's survive. What kind
Well then, we know where to go. The city. Zur City. Warum heißt das auch im Englischen, im Deutschen so? In the eyes of the world at large, we're outlaws now. We can't go back to the colony. The soldiers, their irises glowed blood red, just like his did. Right, I remember. This is just conjecture, but what if those soldiers are perceiving us as enemies? Because of the red irises. Correct. But what's even up with the colony? Frage ich mich auch. How? We don't know the method, but it's logical to think he did something. That's exactly right. That's it. So instead of going off our separate ways, we stand a better chance if we all work together. Right? I suppose I can't deny that. If we are going to be running, we might as well have some kind of aim, right? People on opposite sides, working together. Do you see? You're saying we can survive that way? Dude, what are we doing about the homecoming? Lance, are you being serious? Come on, you have to understand. If you still want to go after all this, I won't stop you. But before you do, you'll have to kill our friends here. Is that even how our lives are supposed to go? Remember that ceremony long ago? But after our homecoming, what's left? Well, think of the praise they got up there, up on that shining platform. To me, it was like a pillar of husks. Terrible altar built upon countless lives. You want that as your legacy? You're really okay with that? Well, what do you want me to do? I can't answer that for you. I don't know everything. But we need answers. I say we go out and find them. I want to know, why were we entrusted with these powers? What did he mean by the real enemy? So, the city. Zur City, was ist denn, was könnte denn mit zur City gemeint sein? Zur City. Oh, was haben wir denn da? Zur City. Also, es könnte halt was sein aus dem ersten Teil, dann ist es entweder die Stadt, die auf Mykonos Schwert so ein bisschen vor sich hin existiert hat. Oder es ist vielleicht Alkmaar oder so, ich habe keine Ahnung. What's that look for? Don't just stare at me. It's creepy. We're gonna need an answer soon. Do I even have a choice? Guess there's nothing for it. Good. My name's Noah, Colony 9, Special Forces Unit. As you know, I'm an officer. These three, Lance,
Yuni and Riku are my long-term friends. Oh, and this is my passion. Someday I'd like to play my own melodies. Not just the same old music that I learned in training. Okay. What is this? Feels like a surprise inspection or something. It'll help in the long run. Come on, man. Really? I'm called Mio. I'm an officer in Colony Gamma's musical unit. I can do the 100 metri in 7 seconds. Pretty quick on my toes, I guess. You go, girl. You and go, girl? I keep a diary. I like writing down what happens. I never miss a single day. Uni's the name. Special Forces Unit, Colony 9. We act as Noah's escort. Me and the boys, inseparable since we left the pod. My special move's Group Heal. It's great at healing my allies all at once. My hobby? Collecting fortune clovers, I guess. And I'm Senna. I've been Mio's roomie, ever since I was posted to Colony Gamma. My special move... I'm just crazy strong, I guess. I don't look it, but I can lift far more than my own weight. My hobby is... lifting. Oh, there you go, Lanz. Got a muscle buddy. Well, I'm Tyon. I'm part of operations and planning in Colony Gamma's survey branch. For this mission, I was assigned as support for the Offseer. And go on, your special move? I don't have a special move. What's the point? Why share details like that? I don't have hobbies. Wow, Colony dull. Riku. In Colony 9, Riku was head of maintenance and crafting. And these are attendants of Riku. They at your disposal. What's this attendance crap? I'm Manana. Manana was cookie pot in Colony of Mio and others. Manana master of food. Stews, baked goods, fry-ups. Can even cook up a mean Gonzalez eyeball. Eyeball? I didn't realize both Agnes and Kevis assigned Nop onto their off-seer squads. Weird coincidence, huh? Yeah. Wouldn't have expected similarities there. Come on. My name's Lanz. I'm from the same colony as Noah. I work as the unit's defense. My special move... Ah, you figure it out. Ugh. Do we have to do this rubbish? Just bear with us. We can plan, now that you've joined. So you're acting like we're a team already? Wir sind doch ein Team, okay? Spock's alive. You totally sure? What else do I do? Not like we've got much choice. So... What's our angle? Wir werden jetzt zum Schwertmark gehen. But we're still in the colony search zone. Oder? Luckily, we don't have any colonies south of here. And you? We shouldn't have any colonies mobilized either. So we go south then. Yeah. What are you doing there? Hmm? Well, our clothes are pretty filthy. Just wondered if there was anything to change into. Oh, fashion and utility. I need a change of clothes too, because these are yeah. Don't stop at clothes. Have a look around. Take anything that could come in useful. Is there anything we could use? Ja, oh, ich darf auch noch spielen. Das ist cool. Ich dachte, es ist vorbei mit Spielen heute. Okay, dann legen wir einfach los, oder? Ich habe keine Ahnung, wo jetzt die Harmoniepunkte hingehen. Gar nicht.
Dann brauchst du nicht mit denen reden, oder? Und keine Harmoniepunkte dabei rausspringen. Können wir hier irgendwas aufsammeln? Tatsächlich, Holz. Lackholz. Ja, ich brauche nicht mit denen zu reden. Die sagen nur sowas wie, weite Reise, was ist hier los? Einfach skippen, Hauptmissionen. Gut, weiter geht's. Okay, wir kriegen jetzt also alternative Kleidung. Ich habe keine Ahnung, ob man sich so umziehen kann wie in den anderen Teilen. Also nicht in den anderen Teilen. Im zweiten Teil ging es gar nicht. Im ersten Teil war es richtig schön kosmetisch. Aber ich weiß nicht, ob die das hier übernommen haben. Ich würde es ja hoffen, ja, aber ich glaube, sie haben es nicht übernommen. Diese fliegenden Teile, ne? Das ist schon cool. To be better than nothing, unless you're happy with what you have now. No, I'll wear it. We all have to make sacrifices. Ooh, you know, I might be able to rock this jacket. Maybe I'll go for this one. I like the colors. Not exactly the freshest threads, eh? Maybe it's on the old side, but there's no tears. It'll be fine. They've got lots of funny designs here, huh? They sure do. Some of the stuff's like, how do you even put it on? Pretty easy to move in this score. Cool. Are there any more of those? Schicke Outfits. Just this. Oh, shoot. What is it? Not gonna change? Huh? Yeah, I... Hang on, still gotta, change my boots, I guess. Your boots? You'll need a hand with those, yeah? wait, I can help. What's boot them? They could have just changed here. They went pretty far off, huh? Die beiden sind auch in ihrer eigenen Welt. Yeah. My time left. Oh. Think about it. Wouldn't want to lose track of time and just run out. Today it's exactly 3 months. 3 more months. And then I'll be gone from this world. Ja, die Sache ist, verschwinden die denn überhaupt ohne die Zeremonie? Also braucht sie die Zeremonie, damit die verschwinden? Oder? I've sent off so many who felt the same. I see. So that's why you trusted that guy. You hope to live more. I don't know. Doesn't matter. But guck mal, sie hat so einen Kristall auf ihrer Brust, sieht ihr das? Talking like this. I think that's kind of amazing. And if there really is hope in that place that the man mentioned. Ich bin echt gespannt, welche Richtung sich diese Story hier entwickelt. Also wirklich. Meistens gibt's bei Xenoblade immer einen schönen Plot Twist. Who can leave their legacy? Are they content at the end? Huh? And the ones left behind? Can they really come to terms with that? That's food for thought, huh? I think about it all the time. What we leave when we're gone. What that connection truly means.
connection. Eh? Heavy stuff. Yeah. That's life, I guess. Aber schönes Gebiet. Also sieht so halb tot aus, aber ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Und du bist? Ach, dich kennt man aus dem Trailer. Nee, kennt man doch nicht. Oder? Nee. Das ist Vanthams Augenklappe, also hat sie wahrscheinlich mit ihm zu tun. Okay. Der Stein ist jetzt auch kaputt. Hä? Oh. Oh, wir haben das erste Kapitel geschafft, nicht wahr? It's good to keep a record. Tatsächlich. Okay, und jetzt sind wir alle drin. Ich glaube, wir haben Kapitel 1 geschafft. Working together as a team. Tyon seems a little dissatisfied. But at the time, his thinking was quite aligned with mine. Finding a path that lets us all live. I will make that my mission. Okay. Wie hieß denn das erste Kapitel? Eigentlich haben die immer Namen. Ich weiß nicht, wie es hieß. Oder hat es doch keinen Namen? Okay, noch ein Schlaf. Sehr viele Cutscenes mal wieder. Okay, das war's mit Gameplay für die Folge. Ja, jetzt geht's aber bald richtig los, also. Wer ist sie denn? I'm sorry. Huh? If I'd been just a bit faster, I could have saved many more lives. Who are? I'm Ethel, from Colony 4. Okay, Colony 4 kennt man nicht. Silvercoat Ethel! She pushed her colony all the way to rank silver, and in her third term at that. Some do call me that. However, a person's worth isn't in their color, it's here. Hat aber ein cooles Charakterdesign. Ich mag ihre Augenfarbe sehr. Warum guckt jeder mein Schwert an? Nice blade you've got. Ist das sowas Besonderes? Ich meine, es sieht schon ganz schön Monado-mäßig aus, ne? Aber ansonsten sehe ich jetzt keine Besonderheit. Die anderen haben doch auch coole Waffen. Vielleicht kriegen wir noch eine Besonderheit. Weiß ja nicht. Ich weiß nicht. Ich könnte mir noch die Amiibo, die Schulk-Amiibo zulegen. Dann sieht es aus wie
Was ist denn jetzt? Dann sieht's aus wie es Monado. Wir sind in einem Kinosaal. Tough guys, eh? It's a wild ride, this passage of fate. We got ourselves a nice little awakening. You were all talk when you left here, but you've nothing to show for it, Dee. Oh, spare me, P. After all, I did precisely what I was meant to do. Okay. So, about that huge bet of yours, pray tell us who won. A draw, I think. And with two whole colonies on the field. We should have sallied forth in the first place. The whole thing would have been done by tea time. It was Jay who insisted on it. I thought that that had already been communicated. In that case, I believe it's my turn next. H, I'm pretty sure you already had your kicks the other day when you wiped out Colony 8, no? Surely the turn is mine. Honestly, you make more noise than the rabble at a feast. Zed. Even if you did stop its raging flow, it will soon burst through. All it takes is the slightest fissure. And that is fate. I've told you before, haven't I? D. Duh. The gang's all here again. Er hat. Wer ist er? Kennt man ihn irgendwo her? Und das sind irgendwelche leuchtenden Heinis. Irgendwas passiert denn hier gerade? Wie viele neue Leute kennen wir denn? Lernen wir den gerade kennen? Was? Let us see how far the flow brings them this time. Okay, es war ein bisschen viel Input. Ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber wir haben hier sehr, sehr viele Antagonisten. Ui, das wird witzig. Wie viel? Das waren doch jetzt. What? Das waren doch jetzt mindestens 10 Charaktere. Eieiei. Können die Cutscenes auch mal zu Ende sein langsam? Passen perfekt zusammen. Guys, what do you think you're doing? Oh, Tyan, morning. Hey, did we wake you? Honestly, I'm surprised you haven't gone and woken up the whole Forsaken continent. So? Oh, this. We reckon we might be able to do the same as what Noah and Mio did. You reckoned? You mean that Ouroboros thing? Yeah. How badass was that? We thought if we pulled it off, it'd raise our chances of survival a whole bunch. And you think it's that easy? Huh? I mean... I don't mean to burst your bubble here, but don't you think maybe that power's meant only for them? Yeah, but that Mobius guy, he did refer to us. Stimmt. I just thought... You thought maybe you could transform as well? Wieso hieß er eigentlich Möbius? Also heißt die Gruppe Möbius, aber er heißt die, glaube ich. It could be me and Lance. It's just kind of a feeling. Yeah, just a hunch, right? Something wrong? Not at all. Then I guess that leaves me with her. I envy you, I really do. Ah, what are you moaning about now? Let's drop it. I don't want us bickering this early. Especially, not now we seem to be sharing a common destiny, we happy few. If I didn't know better, I'd say you're trying to get us all worked up. That's a cooler half. Whatever you want. I think you might be on the mark, though. Oh? We were all there. Every one of us. In the same situation. Now, hold on. The only difference was, I was set on protecting Mio, protecting all of you guys. And then I suddenly transformed. That's it.
Ja, halt eine Notsituation, ne? So eine. Ja, mit starker Emotion vielleicht. Possibly. Probably too much to ask a Professor Grump here. What, me? Well, who do you think? And you're any different? What, me? As if I'm gonna join with you. Uni. Come on, though. You're not going to manage this overnight. Not the way you all are right now. Even so, it can't hurt to have a little hope, can it? Hmm. I suppose there's logic in that. Okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, die Folge geht schon wieder lang. War eine kleine Cutscene-Folge, aber ist, denke ich, nicht schlimm. Wo wollen wir denn hin? Oder sieht man das Schwert? Ach, man sieht das Schwert. Ja, dann gehen wir da hin. Irgendwie kommen wir schon ran. Müssen wir dann ganz hoch? Oh, Gottes Willen. Ich hoffe, wir müssen nicht ganz hoch. Okay. Ah, halten. Halte ZL, verwende L und R, um einen anderen Charakter zu steuern. Ein Wechsel ist sowohl beim Erkunden als auch im Kampf möglich. Wir sind jetzt wieder nur und... Haha, kleiner Cliffhanger. Die Folge war mehr Cutscene als Gameplay, aber wir haben immerhin den einzigartigen Gegner besiegt. Also, ja. In der nächsten Folge geht es dann wirklich los. Ich denke, die Tutorials sind langsam vorbei. Jetzt beginnt der richtige Stress. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von Xenoblade, dann lasst gerne eine positive Bewertung da, einen Kommentar und ja, ein Abonnement. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von Xenoblade Chronicles 3. Ciao!